Einen wunderschönen guten Tag, liebe zukünftigen Oberstufenschüler. Team Deutsch heißt euch herzlich willkommen. In this session, you will be introduced to the AQA A-Level German course. And the second part will be a taster session. And for this session, or for this part rather, I will switch to German. But first, who's actually Team Deutsch? And Team Deutsch is Frau Kami and Frau Sichler, who's speaking at the moment. If you do recognize the logo that you can see on the screen right now, I'm very excited because that means that you will have had a look at our German Twitter account already. If you haven't yet, don't panic, I will come back to that one later. But first we need to find out what the A-level German course actually looks like. And we follow the AQA exam board. And on the screen right now, you can see the topics that you'll be studying in year 12. So it's Familie im Wandel, the changing state of the family, die digitale Welt, the digital world, Jugendkultur, Mode, Musik und Fernsehen, youth culture, fashion and trends, music and television, Feste und Traditionen, festivals and traditions, Kunst und Architektur, Art and architecture und das Berliner Kulturleben damals und heute, cultural life in Berlin, past and present. So, we will split up the topics so that some topics you will cover with Mrs. Carmi and some topics you will cover with myself. So all the ones that I've highlighted in red right now, you will cover with Mrs. Carmi, and the ones in yellow, you will study with me. On top of those topics of the youth culture and the art and architecture, you will also study a film with me, and that's Das Leben der anderen, Life of Others. So that will be part of the German Year 12 course. Now in Year 13, these are the topics you'll study. So Einwanderung, immigration, Integration, integration, Rassismus, racism, Deutschland und die Europäische Union, Germany and the European Union, die Politik und die Jugend, politics and youth, und die Wiedervereinigung und ihre Folgen, the German reunification and its consequences. So again, those topics will be split up in between the teachers. So all the ones in yellow you study with myself, and the ones with Mrs. Carmi are the ones that I've highlighted in red right now. Now in year 13 you will also study a play, and that will be Der Besuch der alten Dame by Friedrich Dürrenmatt. So that will also be part of the course in year 13. So now we know the different topics, we will now need to look at how all of these topics will be assessed. So you've got paper one, and that's a listening and a reading and a writing paper. So all of the different topics will be assessed in that paper, including the grammar. And it lasts 2.5 hours, and it is worth 50% of your A-level grade. Now, the main thing that's quite new to, or will be quite new to you, will be the writing of summaries as such. But we will practice them often and regularly as well in class. So therefore, by the time the exam will be there, you will feel more confident with those. There's also translations into both languages, into English and into German. Paper two is a writing paper. So in that writing paper, you will have to write two essays within 2 hours. And one of the essays will be on Der Besuch der alten Dame, and the other essay will be on Das Leben der anderen. And this paper is worth, or makes up 20% of your A-level grade. Now, those questions will require critical appreciation of the concepts and the issues covered in the work. So therefore, it's all about analysis in those parts. But again, we will study this and go through this within the course. So therefore, by the time the exam is there, you will feel more confident with those. The last part is the speaking exam. And in that exam, you will get a photo card and have a discussion on that one. But also, it will be an individual research project. And the whole exam lasts 21 to 23 minutes, and that includes the 5 minutes preparation time, and that is worth 30% of the A-level course. Now, there will, as I said, will be a photo card that you get, and you will have to talk about that one. There will be discussion about this, but the main part of the speaking is your individual research project. So within that project, you will need to research into a topic that quite interests you, related to a German-speaking country, a German-speaking theme. You will present your IRP, and then there will be a 9 to 10 minute discussion on that individual research project. So
So you also have access to a German language assistant. So you will have one-to-one sessions with the language assistant on a weekly basis. Now we know what the course looks like. I'm now going to switch to Deutsch und wir werden uns mit einem Thema befassen. Und das ist das Thema Jugendkultur. Und das Thema werden wir uns nun anschauen. Aber zuerst ein bisschen Mathe. Ihr sollt diesen Text lesen und ihr sollt alle Zahlen, die in diesem Text vorkommen, addieren. Und ihr sollt die richtige Summe, sollt ihr dann herausfinden. Das heißt, stoppt das Video hier und addiert alle Zahlen in diesem Text und dann kommt wieder zurück, wenn ihr fertig seid. Vielleicht 5 Minuten und dann kommt wieder zurück. Okay, so das ist die Antwort. Es ist 4.303.008. Wir haben Zahlen wie 1000, wir haben 200, wir haben 4.005.000 etc. Das heißt 4.303.018. Ihr fragt euch nun bestimmt, woher dieser Text kommt und was hat dieser Text mit Jugendkultur zu tun. Und das hier ist ein Liedtext von einem sehr bekannten Lied. Das Lied ist von Max Giesinger und es heißt 80 Millionen. Was ihr nun machen sollt, ist, ihr sollt euch das Video ohne Ton ansehen und wenn ihr den QR-Code scannt, dann werdet ihr zu dem YouTube-Video kommen und ihr sollt überlegen, welche Musikrichtung erwartet ihr und worum glaubt ihr, wird es in diesem Lied gehen. Das heißt, stoppt das Video hier, scannt den QR-Code, seht euch das Video ohne Ton an und dann kommt wieder zurück, wenn ihr fertig seid. Okay, so ihr habt vielleicht gesehen, es war eine Szene im Konzert, er hat eine Gitarre gespielt, also es könnte vielleicht Pop- oder Rockmusik sein und es ist ein Mädchen und ein Junge, es könnte vielleicht um Liebe gehen, etc. Ihr sollt nun das Video noch einmal schauen, diesmal aber mit Ton. Und dann vergleicht eure Antworten, ob die Musikrichtung, die ihr vorher, als ihr das Video ohne Ton geschaut habt und das Video geschaut habt mit Ton, sind es dieselben Antworten, die ihr habt oder nicht. Vielleicht könnt ihr auch Max Giesinger recherchieren, mehr über diesen Sänger herausfinden oder vielleicht einen anderen deutschen Sänger oder eine andere Band. Das heißt, stoppt das Video, seht euch das Video mit Ton an und kommt dann wieder zurück, wenn ihr fertig seid. Okay, so nun werden wir einige Fotos sehen aus dem Video. Und das sind Fotos aus dem Video. Und oben stehen verschiedene Sätze. Ihr sollt diese Sätze den richtigen Fotos zuordnen. Okay, so ich würde vorschlagen, dass ihr das Video pausiert und dass ihr die zuordnet. Wenn ihr eine Herausforderung wollt, dann findet Beispiele von dem Dativ und vielleicht könnt ihr die Sätze auch verlängern und erweitern mit Wörtern wie obwohl, wie da, einem Relativsatz vielleicht. All solche Strukturen. Das heißt, stoppt das Video, ordnet die Bilder den richtigen Fotos zu und kommt dann wieder zurück. Okay, so das sind die richtigen Bilder und die richtigen Sätze. Der Mann spielt Gitarre. Die Frau wohnt in einem großen Haus. Sie macht mit ihrem Handy ein Foto. Er fährt mit dem Bus. Die Leute tanzen in einem Club und die Frau geht durch die Stadt. Wenn ihr die Dativ-Herausforderung angenommen habt, dann werdet ihr bestimmt herausgefunden haben, dass mit eine Präposition ist, die immer mit dem Dativ verbunden ist. Wir haben außerdem in einem großen Haus, dort ist auch der Dativ vorhanden. So, nun werdet ihr dieselben Bilder noch einmal sehen, aber diesmal sollt ihr eine eigene Geschichte zu diesen Bildern aufschreiben. Und es wäre super, wenn ihr eine Reihe an Strukturen benutzt, eine Reihe an Vokabeln, keine Wiederholung, vielleicht, wie ich eben erwähnt hatte, Relativsätze, vielleicht verschiedene Zeiten, also das Perfekt, das Präsens, das Konditional etc. Eure Antworten sollt ihr uns per E-Mail schicken. Bitte schickt sie an beide, an sowohl mich, also Frau Sichler, und auch an Frau Kami. Ihr seht die E-Mail-Adressen dort auf dem Bildschirm. Okay, so bitte schreibt die Geschichte auf und schickt eure Antwort dann auf Deutsch zu uns an unsere E-Mail-Adressen. Wir freuen uns jetzt schon auf eure Antworten. Und nun zum Schluss gibt es auch noch eine Frage an euch und die wollten wir auch gerne von euch beantwortet haben und bitte schickt uns
eure Antworten auch an unsere E-Mail-Adresse. Und zwar ist es: Sollten deutsche Künstler nur auf Deutsch singen dürfen? Und wir sind sehr interessiert daran, was eure Meinung ist. Findet ihr, dass sie nur auf Deutsch singen dürfen oder Deutsch singen sollten? Oder können sie auch auf Englisch singen? Und warum oder warum nicht? Also bitte eure Antworten auch begründen. Okay? Für diese Antwort auch auf Deutsch bitte zu uns an beide E-Mail-Adressen schicken. Und wir freuen uns auf eure Antworten. Zum Schluss werde ich auf Englisch sprechen, denn ich zeige euch eure Hausaufgaben für den Sommer. Okay, so these are the different activities that we would like you to prepare over the summer in preparation for your A-Level German course. And if you remember at the start of today's session, I said if you recognize the logo, you will have been to our Twitter page. And there is a QR code, so if you scan it, it would be great to have a look at this. The reason being is at A-Level it is absolutely important to stay up to date with current affairs. And if you look at the last section, so the reading section, it says choose an article which you've read and enjoyed, print it out, read it carefully, store it in your folder, and you'll be asked about it in your first lesson with the German assistant. If you're not sure how to start on finding an article, on a regular basis we are tweeting some articles on the German Twitter page. We also look at idioms, we also look at grammar, so there's stuff for everything on the Twitter account. So if you don't, or if you haven't already followed us, then I would strongly suggest that that you have a look at it. Or even if you don't have Twitter, just look at it on a regular basis. There's also a speaking task. So in the first lesson, please bring in a photograph that represents somewhere that you have been to or something that you have done or seen over the summer break. And you will need to speak about that photo in the German lesson to everyone else. Okay, so things to include could be where you were, who with, why you were there, etc. You should also, and this is when, what we will be looking at when we cover the topic of architecture, you will research a German region and you will need to prepare a presentation. So with that, we mean pictures, facts, etc. So you will need to do this in German and it should not be copied and pasted and you should be able to speak about it freely. So when we cover or study the topic of architecture, this is when you'll have to present your research on a German region. Now, grammar is absolutely important. When you study a language, it is so important to make sure that you're confident with the tenses, with the word order, with the cases in German, etc. On the bottom right, you can see a QR code to my YouTube channel. And what I've done is I've put loads of videos on important grammar aspects on there. So make sure that you are revising the tenses, the word order, irregular verbs as well. And there will be a test in the first few weeks of terms on the grammar. Also, at the start of the course in September, it will be very heavy on grammar. And some of you might be asked to teach a certain grammar point to the class. Now, lastly, the final thing we would like you to do, because I spoke about the reading task already, is the cultural listening and writing. So you should be listening to some German music. And on the Twitter account a couple of weeks ago, I have uploaded a Spotify list of current German music, if you're interested. Also, choose a song, prepare a worksheet. And when we look at the topic of youth culture, of the music, TV, etc., then we will look at that work that you're preparing right now. You should also watch a film that you haven't seen before in German, make a poster on it, including themes, film techniques, reviews, etc. So there are loads of German films out there. The first one, Das Leben der Anderen, is the one that we're studying as part of the A-level course. So I would suggest that you probably choose another film. So maybe Goodbye Lenin, Almania, Der Ballon is quite recent, a very good film, Nordwand, Der große Traum, Die Welle, Der Bademeiner of Complex, there's plenty to choose up from. Also, as said before, it would be very good to start following someone, maybe on Instagram, maybe on Twitter, who's German, who's German related, who's maybe a German newspaper to keep up with current affairs. So, ich hoffe, ihr fandet diese Präsentation sehr nützlich. Und wir freuen uns, euch im September willkommen heißen zu dürfen. Und wir hoffen, ihr habt einen schönen Sommer. Bis bald. Auf Wiedersehen. Tschüss.